info@c3lego.org. Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Sehr schön, dass ich euch hier den nächsten Talk vorstellen kann. Er heißt SIGOver.Alpha. Die zwei Speaker sprechen über Signalüberlagerungsattacken in LTE. Das sind Forscher des Korea Advanced Institute of Science and Technology. Und ich freue mich schon darauf, dass die Schwachstellen, die diese zwei gefunden haben, bitte einen herzlichen Applaus für die zwei Sprecher. Ja, herzlichen Dank. Schönen Abend. Der Name ist SIGOver plus Alpha. Es ist sehr interessant, worüber wir heute reden. Eine neue Attacke auf LTE. Mein Name ist Min Cheol. Ich bin Promotionsstudent am KAIST. Ich interessiere mich für Funknetzwerke und Vergleichsanalyse. Und ich heiße Cheol Jun. Ich bin auch Promotionsstudent am Systemsicherheitslaboratorium am KAIST. Und auch ich interessiere mich für Funknetzwerke und Sicherheit von mobilen Geräten. In dieser Präsentation haben wir eine Menge an interessanten Demo-Videos von Angriffen vorbereitet und wir werden in der ersten Hälfte ein paar einführende Worte zu LTE und wie SIGOver funktioniert und dann werde ich über den Rest der Präsentation über weiterführende Attacken sprechen. Okay, let's start. Also, es geht los. Ich werde zunächst über Funknetzwerke sprechen. Alle von uns benutzen Mobiltelefone für Anrufe, um Spiele zu spielen oder Videos anzuschauen, überall, zu jeder Zeit. Das Mobiltelefon wurde in der ersten Generation entwickelt, auf der rechten Seite die verschiedenen Generationen zu sehen. Und heute geht es um eine neue, mächtige Attack-Methode, die man bei LTE benutzen kann. Und wir werden auch einige Beispiele zeigen und Demonstrationen vorführen. Um den Inhalt verstehen zu können, brauchen wir eine gewisse Menge an Hintergrund zu LTE. LTE setzt sich zusammen aus den UEs, also den Smartphones, die Basisstationen, die dafür verantwortlich sind, die Signale zu empfangen und zu versenden, und das Kernnetz für Authentisierung und Weiterleitung der Daten. Und für Kontrollnachrichten benutzen die UE und die Basisstationen Protokolle und auch die Basisstationen und das Kernnetzwerk benutzen Protokolle. Und wir werden jetzt hauptsächlich uns auf das Benutzerequipment UE und die Basisstationen konzentrieren. Wie kommuniziert das Gerät mit der Basisstation? Das UE, das Gerät, muss sich erst entscheiden, welche Basisstation es benutzen will, womit es reden will. Es sucht nach den vorhandenen Signalen und wählt das stärkste Signal aus, nach einem Prioritätensystem und der Signalstärke. Und nachdem es eine Basisstation ausgewählt hat, startet das UE die Anmeldeprozedur. Da bekommt das UE zunächst PSS und SSS mitgeteilt von der Basisstation. MIB und SIB werden dekodiert und diese Nachrichten sind alles Broadcast-Nachrichten. Das heißt, die werden nicht adressiert. Die werden benutzt für Zeitsynchronisierung, um die Bandbreite zu erkennen und die Übertragungsschemata. Und nach diesen Broadcast-Nachrichten etabliert das UE eine Funkverbindung mit der Basisstation. Da wird jetzt die RRC-Protokollnachrichten benutzt. Und danach wird das UE weitermachen mit dem NAS-Protokoll. Und in diesem Prozess wird
der Verschlüsselungsschlüssel und Integritätsprüfungen vorgenommen. Und zuletzt wird noch ein sicherer Kanal zur Basisstation hergestellt. Und dann kann das UE die Verbindung erfolgreich herstellen und den LTE-Dienst nutzen. Und welche Angriffe sind gegen die Verbindung des UEs mit dem Netzwerk jetzt möglich? Und die erfolgreichste Angriff bislang ist eine gefälschte Basisstation. Ein Angreifer könnte eine Basisstation imitieren, das sich verhält wie eine echte Basisstation, sodass das Gerät sich statt mit der echten Basisstation mit der gefälschten Basisstation verbindet. Und das ist möglich, weil das Endgerät die stärkste Basisstation wählt. Mehrere Angriffe, die diese gefälschten Basisstationen, FBS, benutzt, gibt es viele. Also Man in the Middle, Denial of Service und so weiter. Die FBS-Attacke, die Charakteristika benutzt von Funkkommunikation, wird für Forschung benutzt und auch für tatsächliche Angriffe. Und hier sind die Fragen. Ist diese gefälschte Basisstation-Attackenmodus tatsächlich der einzige Weg, diese Funkcharakteristika zu benutzen? Oder sollten Endgeräte tatsächlich immer zu der gefälschten Basisstation sich verbinden? Und die Antwort ist nein, es gibt mächtigere Attacken als FBS. Und da geht es um die Signalüberschattungsattacken, die Charakteristika benutzt, dass also eine stärkere, also FBS benutzt die stärkeren Signal, bessere Signalstärke, und Signalüberschattung benutzt die Frequenzen. Hier sieht man auf dem Bild unten, die normale Basisstation überträgt ununterbrochen LTE-Signale über Zeit und Frequenz. Und das Endgerät dekodiert dieses Signal. Und wenn Zeit und Frequenz zusammenpassen, dann wird das Endgerät das stärkere Signal dekodieren. Und das ist die Signalüberschattungsattacke, die das Originalsignal überschreibt. Und wenn diese Attacke möglich ist, dann kann eine Nachricht benutzt werden, um eine Nachricht zu überschreiben. Was können wir damit überschreiben? Alle ohne... zum Beispiel alle Broadcast-Nachrichten, die werden an alle Nutzer geschickt. Und es gibt keine Verschlüsselung, keine Integritätschecks. Außerdem gibt es noch eine andere Nachricht, die man benutzen kann. Und die nur zu einem bestimmten User gesendet wird. Und das ist Implementation. Es gibt dort ein paar Nachrichten in der Spezifikation, die ungeschützt sind, aber es gibt auch ein paar Implementationsbugs. Und wir reden jetzt einzeln über diese Nachrichten. Als erstes reden wir darüber, was wir überhaupt brauchen, um diesen Angriff durchzuführen. Dann reden wir darüber, wie sich das von den Fake Base Stations unterscheidet. Und dann reden wir darüber, was wir damit machen können mit diesen Nachrichten überschreiben. Und am Ende reden wir über, was wir dagegen tun können. So, welchen Teil des Signals wollen wir eigentlich überschreiben? Falls wir es unkontrolliert überschreiben, dann kommen einfach keine Nachrichten mehr durch. Das ist auch nicht hilfreich. Wenn wir das nicht
genau machen, dann könnte das Endgerät nicht mehr die Signale erkennen. Wie synchronisieren wir uns mit der Basisstation? Wir müssen uns genau mit der Zeit der Basisstation synchronisieren. Und selbst wenn wir das schaffen, wie viele Fehler sind akzeptabel? Wie viele Fehler akzeptiert das Endgerät, dass es die Nachrichten akzeptiert? Ich werde jetzt die Details dieser drei Probleme weiter erläutern. So, als erstes dekodiert das Endgerät die Nachricht eines Subframes. So eine Nachricht ist enkodiert in einem Subframe. Das heißt, wir können jetzt verschiedene Dinge überschreiben. Subframe überschreiben braucht hohe Genauigkeit. Das ist ein bisschen schwer. Wenn man ein ganzes Frame überschreibt, dann könnte es andere Nachrichten auch beeinflussen. Das heißt, was wir tun werden, ist wahrscheinlich ein Subframe überschreiben. So, Zeitsynchronisation. Das Subframe von uns und der Basisstation muss zur selben Zeit erreichen. Und für Einfachheit nehmen wir mal an, dass es keinen Zeit-Delay zwischen uns und dem Endgerät gibt. Wir nutzen das Synchronisationssignal der Basisstation, um uns zeitlich zu synchronisieren. Als erstes nutzt der Angreifer, also PSS, SSS, um sich mit der Basisstation zeitlich zu synchronisieren. Es schreibt die Zeiten T0, T1 und T2 mit. So kann der Angreifer die Subframe-Timings voraussagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt das zweite Subframe-Overshadowing möchte überschreiben, dann senden wir einfach als von T2 plus eine Millisekunde. Dann kommt das auf dem Endgerät gleichzeitig an. Jedenfalls, wenn wir annehmen, dass es keine Übertragungslatenz gibt. In der realen Welt ist es aber nochmal verzögert durch durch Signalausbreitungsgeschwindigkeit. Diese Latenz müssen wir jetzt predikten, indem wir wissen, wo die Base Station ist und das Endgerät. In der Praxis gibt es dann ein kleines Delay, was nicht kompensiert werden kann. Man kann die nicht genau an die richtige Position tun, die Subframes. Da können wir uns aber auf das Endgerät verlassen, was LTE implementiert. Weil LTE ist so designt, dass man es draußen sehr gut verwenden kann. Und draußen gibt es Gebäude und so weiter. Und so kann wird von dem Endgerät erwartet, dass es kleinere Fehler ausgleichen kann. So, und da fragen wir uns natürlich, wie viel kann das Endgerät ausgleichen? Weil es abhängig vom Chipset ist, haben wir das mal einfach gemessen. Und da haben wir ging es dann, da war das dann in maximal 9 Millisekunden oder so Mikrosekunden Abstand von der Base Station. Und
da reicht es dann, wenn der Angreifer innerhalb, irgendwie innerhalb dieser Reichweite ist, um die Angriff durchzuführen. Tja, und das letzte Problem ist, wir müssen die Frequenzsynchronisation noch lösen. LTE-Basisstationen müssen laut dem Standard innerhalb von 50 ppb sein. Also eine sehr präzise Synchronisation muss der Angreifer hier haben. Und die, wenn man innerhalb dieses innerhalb dieser 50 ppb bleibt, dann kann die übrige Frequenzkorrektion durch CFO passieren. Also wir haben üblicherweise nur einen unpräzisen Oszillator, deswegen brauchen wir GPS-DO. Das garantiert 25 ppb ohne GPS-Antenne beziehungsweise 1 ppb mit GPS-Antenne. Und zuletzt können wir auch die übrig bleibenden Frequenzfehler über SSS-basierte CFO-Korrektur durchführen. Also wir fassen nochmal zusammen. Wir überlagern eine Subframe, benutzen PSS und SSS für Zeit und GPSDO und CFO für Frequenzsynchronisation und zuletzt, das reicht uns schon, um den gesamten Bereich innerhalb einer städtischen Funkzelle zu erreichen. Das heißt, wir können jegliches Ziel innerhalb dieser städtischen Zelle angreifen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Prozess, wie diese SIG-Over-Attacke funktioniert, beschreiben. Der Angreifer hört zunächst den Nachrichten der normalen Basisstation zu. Das ist notwendig, denn die Informationen über die Basisstation ist notwendig, um das Signal als die normale Basisstation zu verschleiern. Dann erzeugt der Angreifer einen Subframe, der die Nachricht, die er attackieren möchte, enthält. Und dann beginnt die Attacke. Der Angreifer erhält das PSS-SSS-Signal der normalen Basisstation, synchronisiert die Zeit mit der normalen Basisstation. Und dann schickt er den Subframe an der exakt richtigen Zeit. Und zuletzt empfängt das Endgerät die Nachricht und dekodiert das stärkere Signal, also das Signal, das stärker ist als das der normalen Basisstation. Und hier ist unsere Testimplementierung, um SIG-Over zu verifizieren. Wir haben dafür also wir haben da zum Beispiel auch das iPhone oder Galaxy S9 benutzt, um das zu verifizieren. Und für den Rest des Talks werde ich jetzt über die Performance reden von SIG-Over und welche Attacken da möglich sind. Also, Software. Nee, bis jetzt habe ich gezeigt, dass man SIG-Over benutzen kann, aber sowohl gefälschte Basisstationen als auch SIG-Over können gefälschte Broadcast-Nachrichten injizieren. Was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Vorteil von SIG-Over? Und der zentrale Vorteil von SIG-Over gegenüber gefälschte Basisstationen, FBS, ist, dass SIG-Over keine Verbindung aufbauen muss, um die Nachricht einzuspeisen. Das hat mehrere Implikationen. Und ein weiterer Vorteil ist die Menge an Energie, die man braucht. Also bei SIG-Over muss nur das Signal stark genug sein, um das Originalsignal zu überlagern. Für 90% auf 3 dB hat er 90% höhere Erfolgsrate. FBS braucht sehr viel mehr Signal als SIG-Over. Und das liegt daran, dass FBS die aktuelle Verbindung zwischen dem Endgerät und der Basisstation unterbrechen muss. Und jetzt spreche ich darüber, was wir mit SIG-Over und Broadcast-Nachrichten machen können.
Ich habe schon erklärt, dass es keine Verbindung gibt zwischen dem Endgerät des Opfers und dem Angreifer. Das Endgerät kommuniziert mit der legitimen Basisstation des tatsächlichen Netzwerks. SIGOver können eine bösartige Nachricht einspeisen, aber das Endgerät kann, nachdem eine FPS-Attacke durchgeführt wurde, nicht mehr mit dem Netzwerk sprechen. Das heißt, jetzt schauen wir uns ein paar spezifische Nachrichten an, Angriffe an, die mit SIGOver machbar sind, aber mit FPS nicht denkbar. Also es geht jetzt hier um Signalsturm, Signaling Storm. Also mit SIGOver kann man hier IR1-Nachricht überschreiben, den Tracking Area Code austauschen und kann dazu führen, dass die Endgeräte Tracking Area Updates schicken. Die werden ans Kernnetzwerk geschickt und das machen alle Endgeräte im Bereich der der Funkzelle und schicken die ganze Zeit Update-Nachrichten ans Kernnetzwerk. Das kann man auch mit FPS machen, aber das tatsächliche Netzwerk wäre sicher, denn das Endgerät ist ja mit dem gefälschten Zugriffspunkt verbunden und nicht mit dem echten Netzwerk. Also wir zeigen hier mal, wie Signaling Storm funktioniert. Das Programm auf dem Screenshot zeigt Nachrichten des Endgeräts. Zuerst injiziert der Angreifer diese gefakte Nachricht. Das ist notwendig, damit das Endgerät diese neuen Frame empfängt. Und dann schickt der Angreifer diese gefälschte Nachricht. Und jetzt schickt das Endgerät die Nachrichten an das Kernnetzwerk. Wir haben hier den Verstärkungsfaktor variiert. Normalerweise schicken Endgeräte 45 Nachrichten. Das sind also 600 Signalnachrichten pro Stunde. Und wenn wir den Signaling Storm über SIGOver erzeugen, dann können das über 21.000 Nachrichten sein, also 400.000 Nachrichten pro Stunde. Also um hier nochmal zusammenzufassen, man kann hier 640 Mal mehr Nachrichten generieren pro Stunde. Und der zweite ist ein selektiver Denial of Service über SIB2. In SIB2 wird das Endgerät Situationen, in denen das Netz sehr belastet ist, daran gehindert, weitere Nachrichten zu senden. Und das können wir jetzt natürlich auch variieren, indem wir die Zeit, die das Endgerät aus dem Netzwerk geblockt wird, verändern. Und in der Spezifikation ist das geteilt zwischen Signal und Daten, aber auch Sprache, Video und SMS. Das heißt, man kann jetzt einen selektiven Denial of Service machen. Zum Beispiel, alle anderen Dienste funktionieren, nur Sprache funktioniert nicht. Und wir haben das mit einem Galaxy S9 erfolgreich verifiziert. Diese Attacke ist auch möglich, ist auch nur möglich. Also mit FPS ist das nicht möglich, denn die normale SIB2 wird sofort wieder empfangen, wenn das Gerät sich mit der normalen Basisstation verbindet. Und hier sehen wir jetzt die Demonstration dazu. Es wäre schön, ein Video zu zeigen für Selective Denial of Service. Und jetzt sehen wir gleich, das Endgerät kann keinen Datendienst mehr nutzen, aber Sprachanrufe funktionieren noch. Okay.
Okay. Nach der SIG-Over-Attacke von dem Endgerät. Das Endgerät hat hier die gefälschten Paging- und SIB2-Nachrichten empfangen. Und jetzt sind keine Dienste mehr verfügbar. Auch nachdem das Programm des Angreifers beendet wurde, kann der Nutzer keine Daten mehr nutzen. Okay. Das nächste ist ein Angriff, das IMSI Paging benutzt. Da wenn es dort einen Service Request von einem Endgerät gibt, dann gibt's hier wenn der die Antwort allerdings mit dem gerätespezifischen ID passiert, mit der IMSI, dann versucht sich das Gerät neu zu identifizieren. Das ist jetzt eine IMSI-Paging-Demo. Das ist unser Setup. Das ist ein PC und der Rest. Hier empfängt er das Opfer einen normalen Anruf. Jetzt kommt ein Paging-Angriff mit der IMSI. Deswegen wird der Anruf jetzt blockiert. Es wird es gibt noch einen weiteren Angriff, einen fälschlichen Notfall kann man vortäuschen. Dafür benutzt man CMAS. Dafür braucht man SIB1, SIB12 und Paging-Nachrichten. Da überschreibt der Angreifer jeweils diese drei Nachrichten. Hier ist der das Opfer zu einer normalen Basisstation verbunden. This is fake emergency alert. Das ist ein fälschlicher Notfall. Um das jetzt zusammenzufassen, wir haben einen Angriff demonstriert mittels der fundamentalen Schwachstelle von drahtloser Kommunikation. Es ist besser als falsche Basisstationen wegen besserer Energieeffizienz. Es ist auch nicht so offensichtlich, es ist heimlicher. Genau. Was kann man jetzt mit der Einzelnachricht machen? Das erklärt euch jetzt Mitchell. Was können wir noch mit diesem Angriff machen?
Bei den falschen Basisstationen gab es viele Angriffe. Zum Beispiel Man in the Middle, oder zum Zuhören und so weiter. Falls es nicht LTE, sondern 2G oder 3G, dann kann man noch mehr injecten. All diese Angriffe nehmen jedenfalls an, dass das Opfer bereits zur falschen Basisstation verbunden ist. Und das ist aber ein bisschen schwer, weil die falsche Basisstation muss 10.000 Mal stärker sein als die echte Basisstation. Das braucht man, damit sich das Endgerät mit der falschen Basisstation tatsächlich verbindet. Das braucht ziemlich viele Ressourcen und ist natürlich auch einfacher zu detektieren. Aber SigOver kann diese Limitationen verbessern. Es gibt zum Beispiel hier die RRC Connection Release Message. Die wird zum Endgerät transferiert und damit soll dann die Verbindung aufgelöst werden. Wenn das Endgerät diese Nachricht empfängt, dann wird es von der Basisstation disconnecten. Die Verbindung davon trennen. So, und dann können wir einfacher und diese Nachrichten können auch zusätzliche Felder enthalten, zum Beispiel die Frequenz, die als nächstes ausgewählt werden kann, soll. Das heißt, wir können die über eine manipulierte Nachricht das Gerät dazu zwingen, zu unserem Gerät zu verbinden. Und das letzte Feld ist dieses Idle Mobility Control Field. Hier werden explizite Prioritäten für Funkkanalauswahl mitgeschickt werden. Wenn das Endgerät nach Frequenzen sucht, dann benutzt es nicht alle Frequenzen, sondern nur solche, zu denen er vorher verbunden wurde oder solche, mit denen, die er vom Netzwerk empfangen hat. Das heißt, wir haben festgestellt, wenn das Endgerät auf eine Frequenz umgeleitet wird, die nicht gesucht wird, dann also die nicht in dieser Liste war, dann hat das Gerät sich damit nicht verbunden. Aber wenn eine nicht gesuchte hier in diesem Gerät nicht drin war, dann wurde die gut umgeleitet, obwohl es eine neue Frequenz war. Und das Bild zeigt, dass das Endgerät hier umgeleitet wird auf eine andere Basisstation und nachdem es diese Nachricht empfangen hat. Und man kann sehen, dass die Funkkanalnummer, dass die Funkkanalnummer der Basisstation ist, sich von 100 auf 2600 geändert hat. Das heißt, wenn der Angreifer so eine Nachricht hier injizieren kann, dann kann der Angreifer das Opfergerät dazu zwingen, auf die gefälschte Basisstation zu wechseln. Um diese Nachricht zu injizieren, sollten die Nachrichten auf dem Endgerät dekodiert werden. Und das erfordert mehr Aufwand, als eine Broadcast-Nachricht einzuspeisen. Wenn man eine Broadcast-Nachricht einspeisen will, dann muss man nur die Konfiguration der Basisstation berücksichtigen. Aber um eine mit einem Ziel adressierte Nachricht zu injizieren, also eine Unicast-Message, dann muss auch zusätzliche Informationen wie das ID des Endgeräts und eine temporäre ID, Sequenznummer, Nachrichtenformat und so weiter. Und die Nachricht muss auch an der richtigen Stelle geschickt werden. Das Endgerät dekodiert nicht alle Nachrichten, die es über Funk empfängt, sondern nur das, was er dekodieren muss. Der Ort, an der die Broadcast-Nachricht ist, das ist im üblichen Raum, den alle Geräte dekodieren müssen. Aber die
Die adressierten Nachrichten, also Unicast-Nachrichten, sind in einem speziellen Feld. Das heißt, die muss in dem endgerätspezifischen Ort passieren. Und wenn man diesen zusätzlichen Aufwand treibt, dann kann man auch mit SIGOver diese Unicast-Nachrichten einspeisen. Also jetzt schauen wir uns mal das Angriffsszenario an. Bei diesem Angriff nimmt man an, dass der Angreifer das IMSI oder die RNTI des Geräts kennt. Außerdem muss der Angreifer die Signale der legitimen Basisstation so empfangen können wie das Endgerät. Und jetzt kann man die Attacke in zwei Schritte aufteilen. Die erste Variante ist, wenn es eine Verwundbarkeit auf dem Gerät gibt, dann muss der Angreifer die IMSI oder das RNTI kennen. Und wenn das Gerät, wenn es ungeschützte Nachrichten akzeptiert, auch nachdem die Sicherheit schon aktiviert wurde, kann man leicht eine Unicast-Nachricht einspeisen. Und das haben wir bei einigen Geräten verifizieren können. Die zweite Variante ist, wenn es kein Sicherheitsproblem auf dem Gerät gibt, dann braucht der Angreifer die IMSI. Und dann muss er die Nachricht einspeisen, bevor die Sicherheit aktiviert wird. Und dafür werden zusätzliche technische Implementierungen benötigt und da sind wir gerade noch dabei. Und jetzt das erste Szenario, wo es eine Sicherheitslücke im Endgerät gibt. Dieses Endgerät erlaubt es, ungeschützte Nachrichten zu empfangen, auch wenn es einen Sicherheitskontext gibt. Und das Endgerät ist jetzt zu dem legitimen Netzwerk verbunden, hat den Sicherheitsprozess schon abgeschlossen. Das heißt, es gibt jetzt einen Sicherheitskontext und benutzt normale Funkdienste. Und jetzt injiziert der Angreifer so eine Release-Message an das Endgerät. Und weil das Gerät diese Sicherheitslücke hat, akzeptiert es die Nachricht und beendet die bestehende Verbindung und wird umgeleitet zur gefälschten Basisstation des Angreifers und will hier eine Verbindung aufbauen. Das zweite Szenario jetzt, also wenn das keine Sicherheitslücke auf dem Endgerät gibt, dann ist das Endgerät jetzt mit dem legitimen Netzwerk verbunden und hat den Sicherheitsprozess abgeschlossen. Es gibt jetzt also einen Sicherheitskontext und es akzeptiert nur sicherheitsgeschützte Nachrichten. Das heißt, der Angreifer kann Nachrichten fürs Erste nicht einspeisen. Das heißt, der Angreifer muss den Sicherheitskontext löschen, damit das Opfer die ungeschützten Nachrichten des Angreifers auch empfängt. Und deswegen injiziert der Angreifer jetzt eine IMSI-Paging-Nachricht und laut Spezifikation der 3GPP muss das Gerät alle Verbindungen beenden und Daten löschen, wie zum Beispiel den Sicherheitsschlüssel. Das heißt, mit diesem IMSI-Paging, mit dieser IMSI-Paging-Nachricht kann jetzt der Sicherheitskontext des Opfers gelöscht werden. Und dann startet das Endgerät die Verbindungsprozess neu. Und bevor das Gerät jetzt die Sicherheitsprozedur beendet hat, muss der Angreifer diese Release-Message injizieren. Und weil es keinen Sicherheitskontext gibt, darf das Endgerät diese Nachrichten ungeschützt empfangen und das Endgerät akzeptiert dann die Nachricht des Angreifers und startet die Verbindung zur gefälschten Basisstation. Das heißt, wir haben jetzt also Angriffe vorgestellt, die Opfer zu gefälschten Basisstationen bringen kann. Aber vorhandene gefälschte Basisstation-Attacken kann alle unbekannten Geräte an sich ziehen und das kann die bessere Variante sein, als dass wir wissen müssen,
als das spezifisch zu machen. Und wir stellen uns die Frage, kann SigOver das jetzt auch machen? Und in diesem Angriffsszenario schaut sich jetzt unser Angreifer die Downlink-Nachrichten ab und schaut sich diese RNTIs an von den Geräten, die Verbindung auflösen. Und kann dann diese benutzen, um alle Endgeräte in der Umgebung anzugreifen. Und wir haben hier das Galaxy S4 benutzt, um das zu verifizieren. Das ist eines, das diese Sicherheitslücke hat, dass es auch mit Sicherheitskontext ungeschützte Nachrichten akzeptiert. Und das haben und in diesem Fall konnten wir jetzt so eine Connection Release Message injizieren, ohne den Sicherheitskontext zu löschen. Und um diese RRC Connection Release Message einzuspeisen, haben wir diese SRS LTE Open Source Software benutzt und USRP X300 SDRs. Und wir haben jetzt also hier eine gefälschte Nachricht benutzt, um die Verbindung auf die gefälschte Basisstation auf Kanal 363 umzuleiten. Und wir haben hier also in dieser Carrier-Info und in der Prioritätsliste diesen Kanal 363 der gefälschten Basisstation hineingeschrieben. Und das Idle Mode Mobility Control Field enthält quasi eine Liste der Prioritäten von Frequenzen, die der Angreifer benutzt. Und hier wird jetzt die Angreifer-Basisstation mit der höchsten Priorität gelistet, sodass es auf jeden Fall benutzt. Und jetzt schauen wir ein Video von dieser Attacke an. Links die gefälschte Basisstation, in der Mitte das Telefon des Opfers. Also zunächst ist das Gerät jetzt mit der legitimen Basisstation 100 verbunden und der Angreifer hat hier eine gefälschte Basisstation, Kanal 363. Und jetzt wird die Nachricht injiziert. Wie man jetzt hier auf dem Monitor sehen konnte, das Signal wurde eingespeist und die eingespeiste Nachricht hat den folgenden Inhalt. Also es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Und jetzt sieht man bei der gefälschten Basisstation, dass das Opfer sich zu dieser Basisstation verbunden hat. Und wenn wir jetzt die Nachrichten anschauen, die während dieses Angriffs ausgetauscht wurde, das ist die Nachricht, die eingespeist wurde, dann verbindet sich das Gerät des Opfers mit der gefälschten Basisstation, also es geht von 100 auf 363. Danach können wir also im Wesentlichen alles machen, Man-in-the-Middle-Attacken und so weiter. Das heißt, in der Demo vorhin hat das Endgerät des Opfers sich zu einer üblichen Basisstation verbunden und hat sich dann neu verbunden zu einer gefälschten Basisstation, zu der es nie verbunden war vorher. Und jetzt, was sind die Vorteile? Also das verbraucht weniger Energie, weniger Sendepower und ist weniger schwierig als bisherige Fake-Basisstationen-Attacken. Es ist also weniger wahrscheinlich, dass man erkannt wird. Und der Angreifer kann auch dafür sorgen, dass nur ein Gerät gezielt auf diese gefälschte Basisstation wechselt. Das heißt, das reduziert auch die Chance, dass man erkannt wird. Und es sorgt dafür, dass das Ziel auch garantiert zu einer gefälschten Basisstation sich verbindet. Und das kann auch genutzt werden, um nicht nur auf LTE zu connecten, sondern es kann auch dafür sorgen, dass das Opfer nach UMTS oder 3G. Und die sind weniger gut gesichert.
Und jetzt sprechen wir über die zukünftige Arbeit. Also zunächst müssen wir das RNTI des Ziels, des Opfers rausfinden über IMSI. Da muss der Angreifer die Downlink-RAC-Nachricht über IMSI-Paging überwachen. Und das ist schon möglich, aber es muss in Echtzeit passieren über Signaleinspeisung. Und zweitens müssen wir Nachrichten einspeisen, bevor der Sicherheitsprozess abgeschlossen ist. Da gibt es ein sehr kurzes Zeitfenster, wo wir Nachrichten injizieren können. Hardware-Optimierungen sind hier notwendig. Und obwohl es noch ein paar Dinge gibt, die wir noch implementieren müssen, vermuten wir, dass dieser Angriff auf jedem Endgerät möglich ist, wenn die Hardware ordentlich optimiert ist. Was man dagegen tun kann? Das Richtige, was man dagegen tun könnte, wäre digitale Signaturen. Zurzeit kann eine einzige injizierte Nachricht Langzeit-DOS verursachen. Wenn es da eine digitale Signatur gäbe, dann wäre das meiste davon helfen. Außerdem wäre es außerdem könnte man auf diese Art und Weise erkennen, dass man angegriffen wird. In 5G wird der öffentliche Schlüssel mit auf die SIM-Karte getan. Das heißt, es wäre theoretisch möglich, Integritätsschutz zu haben. Seitdem wir das erste Mal darüber geredet haben im August, haben wir viele Anfragen gekriegt, den Angriffscode Open Source zu veröffentlichen. Aber wir haben ein paar Gründe, warum wir es nicht können. Nämlich zum Beispiel sagt die GSMA, es ist okay, Sicherheitsforschung zu veröffentlichen, wenn es einen klaren Sicherheitsvorteil gibt und es kein Risiko zu unschuldigen Nutzern gibt. Aber das ist natürlich bei uns nicht der Fall. Es kann eine große Anzahl an unschuldigen Nutzern beeinflussen. Außerdem gibt es den Grund, dass die Code-Quality nicht so gut ist, die Qualität des Codes. Zurzeit ist der Code nicht wirklich gut organisiert, um ihn Open Source zu machen. So, zusammenfassend. Wir haben eine SIGOVER, so einen Angriff gezeigt. Und das ist ein neuer Exploit auf das LTE-Netzwerk. Es ist sehr viel günstiger und heimlicher als andere Angriffe. Außerdem haben wir ein paar neue Angriffe auf den physikalischen Level gefunden. Wir konnten Denial of Service verursachen, den Zugriff auf bestimmte Services verhindern, falsche Notfallnachrichten verursachen. Außerdem konnten wir mit Unicast-Nachrichten ein bestimmtes Opfer dazu bringen, zu uns sich zu verbinden. Ich denke, das wird auch in der echten Welt zu sehen sein. Das heißt, in Zukunft sollten wir die Sicherheit des physischen Layers auch berücksichtigen für zukünftige Systeme. Das heißt, 3GPP sollte digitale Signaturen verwenden, obwohl es natürlich Probleme, Deployment-Probleme gibt. Wir haben das auch
via Responsible Disclosure zu Qualcomm und gesendet. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, bitte stellt sie uns. Könnt ihr zum Beispiel per E-Mail machen. Das Foto ist der von unserem Institut. Naja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ungefähr 10 Minuten für Fragen. Geht einfach zu den Raummikrofonen, falls ihr Fragen habt. Okay, erste Frage vom Signalengel. Hier eine Frage. Wird das auch von der Polizei benutzt? Wie für Stingray oder so? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Wo bist du? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Also die Frage war, sind die Nachrichten ähnlich oder identisch, was die Polizei auch benutzt? Ja, also es ist schon möglich, aber soweit ich weiß, ist diese Frequenz dieser Basisstation zu benutzen, ist schon illegal. Also soweit ich weiß, kann das nicht die Lösung sein. Ah, eine Frage von Mikrofon 3, bitte. Ihr habt uns gezeigt, wie ihr Unterframes, Subframes injecten könnt. Ja, die Frage, wieso man da keine Hashes benutzen kann, um die Fälschung schwieriger zu machen, aber vielleicht gibt es da auch Probleme. Also so ein RC, einfach nur eine Checksumme für den gesamten Frame, damit man den Subframe nicht austauschen kann. Ja, aber das wäre eine mögliche Lösung, aber wir müssen uns hier, glaube ich, überlegen, wie man eine sichere Verbindung von Anfang an hat, sodass es keine ungesicherten Verbindungen zwischen Endgerät gibt. Vielleicht wäre auch einen Hash zu verschicken hier so eine Art Challenge, aber vielleicht ist das schon eine Antwort auf deine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Und wenn man jetzt da einen einzelnen Subframe überschreibt, wenn man all die 10 Frames jetzt gehasht wird, hat, dann würde man Modifikationen doch erkennen. Kann man das auf LTE-Level machen? Kann man das im LTE-Standard irgendwie machen? Ja, also möglicherweise ist das eine Variante, aber ich denke, es gibt einen anderen Wert. Also es müsste eine andere Möglichkeit geben, diesen Hash-Wert dann zu übertragen, um die Verbindung zu verifizieren. Aber ich glaube, das kann auch eine Lösung sein. Okay, Mikrofon Nummer 1. Was ist eure persönliche Meinung dazu, ob es vielleicht, wird es gefixt, dieser Angriff, oder was denkt ihr? In der Zukunft, ja. Naja, sie können es nicht in der Vergangenheit patchen, ne? Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die schauen sich diese Attacken an und sie treffen sich auch regelmäßig. Vielleicht war das, also das letzte war in Nevada im November. Eventuell werden sie das in der Zukunft machen, aber für den Moment nicht. Vielleicht sollten wir hier mal fragen, ob da von der 3GPP jemand hier im Publikum ist. Okay, alright, thanks. Does the Signal Angel have any other questions? Gut, und damit verabschieden wir uns aus der Übersetzerkabine. Wir waren Tribut und Ipven. Ihr habt die deutsche Übersetzung gehört von SIGOVER. Wenn ihr Feedback habt, gerne auf Twitter mit dem Hashtag C3T oder per E-Mail hello@c3t.de. Thank you.